So, im Ausstellungsraum war ich noch nicht. Ich hoffe, da ist keine Pistole. Ich habe schon genug davon. Okay, ist keine. Sehr schön. Dann also runter. Ins Foyer. Diddle, 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 dumm. Und bevor ich was mache hier, erstmal einen Schluck trinken. Ich weiß, komm. Ja. Habe ich lange nicht gehabt. Ich würde gerne einmal überleben im Kampf durch Tod. Ja. Wahrscheinlich hat er diesen Trank auch getrunken in der Neufassung des Remakes am Ende. Wo er ja offenbar... Ich spoilere aber nicht, falls jemand das doch noch nicht kennen sollte. Hab wahrscheinlich schon zu viel gesagt jetzt. Ist egal. Und so. Lalalala. Schönes Wetter heute. Question. Do you know what is needed for Shinra to keep growing? Materia? I will tell you what we need. Oh, ja, lass mich nicht raten. It is Midgar's urban development. Ah. Though known as the world's greatest commercial hub, Midgar still has problems that need to be addressed. Ja, slums. Like urban decay beneath the plate. Nämlich. And the ever-increasing Mako energy consumption rate. We at the City Planning Department are fully committed to improving the lives of Midgar citizens. Nett von euch. But as we are not a military department, we find some problems to be out of our hands. Okay. Could Soldier provide assistance? Ich hab viel zu tun. I see. Midgar's urban development, huh? I'd be happy to help you guys. Just let me know whenever you need me. Ah, ach so, eine Mission, okay. Nicht, weil ich tatsächlich so machen muss, sonst ist es einfach eine Mission. Du da. An inspection team from a new Mako reactor site is coming to Midgar to see our operations, sir. Aha. However, inspections have been made difficult due to the presence of monsters in the area surrounding Midgar, sir. Sir, I'm a little concerned sir. About my comrades assigned to escort the team, concerned, sir. Okay, noch eine normale Mission. Also jetzt gar keine krassen Sachen, sondern bloß Missionen, die ich machen darf. Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann mache ich die beiden ganz fix. Dreh bitte, dann habe ich das ja quasi erledigt, oder? Ich hoffe, es ist auch die richtige Sache jetzt. Aber ich glaube schon. Dann mache ich fix noch deren Missionen, weil es eine richtige Nebenmission ist und keine bla. Denn typischerweise muss ich ja den Leuten mal sprechen, wenn die Mission zu Ende ist, um die Mission abzuschließen. Nachher geht es vielleicht nicht mehr. Also hauen wir das jetzt raus. Geht's da weiter? Nein, nicht wirklich. So, was sind alles Easy-Missionen? Sind auch Story-Missionen quasi, weil ich jetzt zum Zeitpunkt der Story gerade erst kriege. Entsprechend nicht so schwer. Bin auf dem Bahnkorrell. Ja. Ah, der ist immun gegen Blitze. Glaub, das war im Originalspiel auch so. Zumindest hat er Blitzzauber gehabt. Also es ist naheliegend, dass er da irgendwie immun ist. Naja. Mystil! Activating combat mode. Echt? Eine gute Waffe. Ah, das ist eine gute Kombi gerade hier. Cooles Armband im Original, schlecht hier im im Crisis Core. Spielchen. Zack Attack 27. Ja! Yeah. Mega! Gut. Oh yeah. So. War's das? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ah, das ist die stetige Entwicklung. Dem gerade, aber naja. Kann aber auch vom Soldaten die Mission gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich hier einen Mückenstich? Was zum Teufel? Es juckt gerade so. Ich gucke mir das an, dass ich aus dem Mückenstich an meinem Unterarm. Diese Jahreszeit? Niemals. Vielleicht bin ich auch einfach nur... Habe ich Pest oder sowas? Wer weiß. Zumindest ist der Husten ein bisschen besser geworden, also ich muss mehr nach jedem zweiten Satz husten, das ist ein klarer Fortschritt. Man merkt es vielleicht im Let's Play heute. Es geht deutlich angenehmer. Also auch für mich, nicht nur für euch. Hey, Dunkelwitzka gestiegen. Wurde ja auch mal Zeit. Habe ich schon eine Weile dabei. So, eine Truhe fehlt mir noch. Ganz schön fies texturiert der Boden. Also die Streifen in die Richtung, man vielleicht, kann man die sehen bei euch? Ich glaube schon, ne? Muss man sehen können. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich hätte gerne noch eine Truhe, bitte. Eine einzige. Ach, da drüben.
Activating Combat Mode. Ja, ein Grimmauge. Der kleine und hässliche Bruder von Ahriman. Weißer Umhang. Der dürfte vor Zwerg schützen. Im Originalspiel. Hier habe ich keine Ahnung, weil es Zwerg hier nicht gibt. Schützt vor Stumm. Ah ja. Activating Combat Mode. Ganz ehrlich, viele dieser Ausrüstungsfinde, die ähneln sich oder geben vielleicht das Effekt. Das ist, man wird so zugemüllt davon im Spiel, das verstehe ich nicht. Und so viel bringen die auch bei der Materiafusion nicht. Zumindest die schwachen Sachen nicht. Man kann es halt verkaufen, aber auch das gibt nicht so viel Geld. Man hat eigentlich keine Geldprobleme. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso, warum, weshalb. Ah, guck mal. Neuer Laden. Und neue Mission, dies und das und jenes. Die Nummer 1 im Handelsgeschäft. Sehr geehrter Herr Fair. Ja, Zack heißt Fair mit Nachnamen, weil er ein sehr fairer Typ ist. Die Abteilung für Stadtplanung dankt Ihnen ausdrücklich für Ihre Kooperation bei der Ausführung unserer Mission. Ich muss jetzt nicht nochmal ansprechen. Voll gut. Wir wollen uns erkenntlich zeigen, indem wir Ihnen die Adresse eines nach Renovierung wiedereröffneten Materialladens in Sektor 8 zukommen lassen. Dieses erstklassige Geschäft rühmt sich mit den weltweit höchsten Absatzzahlen und bietet eine breite Palette nützlicher Waren. Sektor 8 habe ich nie besucht im Originalspiel. Schade. Wäre vielleicht lohnenswert gewesen, wenn es nach 6-7 Jahren immer noch gut wäre. Sicher wird das Angebot auch Ihnen auf Ihren weiteren Einsätzen von Vorteil sein. Wir hoffen, auch künftig auf Ihre Dienste vertrauen zu können. Ja klar, dafür bin ich ja da. Einkaufen. Materia. TP-Boost gibt's da. Tatsächlich nicht so schlecht. Wenn man es drauf anlegt. Aber ich glaube, es gab eine neue Mission jetzt. Was hat's auch damit zu tun? Das ist ja alles städtische Entwicklung hier. Und ich hänge schon wieder bei den Missionen. Oh, aber ich will die städtische Entwicklung vorantreiben und zu Ende bringen. Die sind noch 4 Missionen. Das dauert ja nicht so lange. Falls da noch ein neuer Laden kommt, der mir Vorteile eröffnet. Möglich ist das ja. Und dieser Rundgang hier. Die Städteplanung. Wieder mal keine Truhe in Sicht. Ich habe 3 Stück da sein. Okay. Gib's zurück. Eine habe ich schon mal. Igelfloh. Da. Reichweiten-Fail. Hüpf. Kraftmomente. Hat wieder mal nicht gereicht, bei einer P-Off zu füllen. Verdammt. Das ist ja nicht schlimm oder so. Ich werde jetzt kaum deswegen in die Bedrohle kommen, aber... Verdammt halt. So. Eine brauchen wir noch. Weil ich sehr sicher weiß, dass da nichts drin sein wird, was ich irgendwie gut brauche. Ach so, da oben geht's. Ach so. Da geht's lang. Dass ich bloß da durchlaufen. Tja, da nicht. Entschuldigung. Muss ja aber durch. Zweimal zaubern, das reicht zum Regenerieren mit 30%. Dreimal Zauberer ist schon ein bisschen knapp. Truhe? Activating Combat Mode. Sieh keinen Truhen hier. Gefällt mir nicht. Conflict resolved. Oh, yeah. Da ist einer. Okay. Ich will nochmal, ich war da vorher überall gewesen. Gerade da war nichts weiter. Läuft. Hey, du Vogelstrauß. Du. Oh, greif einmal. Eine Linie. Perfekt für Blitzer. Mega gut. Heldentrank. Weiß gar nicht, was der macht, damit die benutzt. Ich meine, ich weiß, was der Heldentrank im Originalspiel macht, aber ich schätze mal, es ist hier so ähnlich. Generell die Werte ein bisschen erhöhen und so weiter. Aber na gut. Mondtafel, hey! Das kann man. Die Mondtafel. Ich überlege gerade. Die kann man finden im Original, das weiß ich bei der Ausgrabung. In der vergessenen Stadt. Ne, gar nicht, war nicht vergessene Stadt. Da oben jedenfalls irgendwo. Wie hieß denn das? Namen vergessen. Bone Village, genau. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wozu man das benutzt. Aber es brauchte man, um in der Story weiterzukommen. Ne, genau. Die Mondtafel brauchtest du, um in der Story ganz normal zum alten Volk zu kommen. Yay, Level hoch. Complete resolved. Und nebenbei kann man dann später die Schlüssel zu Midgard finden, um zurückzugehen. Ach, noch so viele Meter hin bis zum Ziel. Ein Kampf auf der Brücke, wie immer. Activating Combat Mode. Bring it on. Da kann man ja nicht ausweichen. Verdammt, falsche Gegner erwischt. Egal. Conflict resolved. Macht nichts, alle weg. Hey, today.
Na? Da. Treibt sich. Activating Combat Mode. Feuer! Oh ja, eine Feuerschwäche sogar. Das war super, bevor ich darauf achte. Zwei Mondhafen sogar. Hey, jetzt komme ich zweimal zum alten Volk. In die vergessene Stadt. Mega. Mega sinnfrei. Hey. Neuer Laden, Tatsache. Ein traditionsreiches Haus. Sehr geehrter Herr Fair, die Abteilung für Stadtplanung dankt Ihnen herzlichst für die vielen erfolgreich abgeschlossenen Missionen. Wir wollen uns für Ihren hervorragenden Dienst erkenntlich zeigen, indem wir Ihnen die Adresse des traditionsreichen Materialladens in Sektor 5 zukommen lassen. Nur auserwählte Mitglieder dürfen dort einkaufen. Und Sie dürfen sich glücklich schätzen, fortan zum erlauchten Kreis zu zählen. Ist, glaube ich, kein sehr effizientes Geschäftsmodell, wenn nur spezielle Personen da einkaufen dürfen, aber okay. Freuen Sie sich auf ein exklusives Sortiment, das Ihnen auf Ihren Einsätzen von Nutzen sein wird. Wir hoffen auch künftig, bla bla bla, Ihre Dienste in Anspruch nehmen zu können und so weiter und so fort. Hä? Ach so. Das ist eine generelle Status-Boost jetzt, okay. Ja. Ist okay. Missionen. Das heißt, ich wahrscheinlich noch eine weitere freispielen. Eine weitere Adresse, wird, schätze ich mal. Wahrscheinlich erst am Ende der letzten Mission. Egal, komm. Machen wir auch noch ganz fix. Wir haben ja noch Zeit. Also so ist nicht. Ich will das jetzt haben. Ich will die Mission hier fertig haben. Die Nebenmissionen, nicht die Pseudomission, die ich hier mache. Die ich mache, um die Mission zu machen. Die ist mir egal. Activating Kampf. Kampf. Ah! Unkraut! Unkraut! Oh! Complete resolved. Der Vogel hatte auch eine Feuerschwäche? Noch drei? Oh, guck mal da. Riesiger Platz da drüben. Eine kleine Oase. Da werden noch zwei Truhen sein. Nicht drei, aber zwei. Hoffe ich. Silberarmband. Kann mich Fleisch gut verkaufen. Nur eine Truhe? Was? Feuerer, hey. Activating Combat. Ist ja nicht so, als würde ich Vollgas schon eine Weile nutzen, aber. Ich habe drei Feuerbälle geschossen. Es waren drei Gegner. Hat sich bloß zwei ausgesucht zum Zielen. Na toll. Hätte man effizienter machen können. Auch mal eine Truhe da unten. Sehr schön. Hey ihr. Und tipp und weg. Later. Later. Irgendwann later. Pader. Der later Pader. So. Du da. Tank my fire. Genau so muss es sein. Drei Treffer, Ende aus. Bam. Mein Schwert ist so gültig, was ist da los? 20 Elixiere! Immer her damit. Das schlucken wir wie nichts Gutes. So. Nein. Noch zwei. Der Phönix, Lehre der Ärzte. Sagt mir jetzt auch gerade nichts. Aber die Mission habe ich relativ sicher gemacht in der Switch-Version. Müsste ich eigentlich. Ach schön, keine Schätze zu besuchen. Das ist angenehm, durchaus. Achso, ich glaube völlig falsch. Ah, Todeskralle. Pfui. Böses Ding. Und so hübsch. Dabei. Zwei davon sogar. Feueranfällig, jawohl. Richtig in Erinnerung gehabt. Komplett resolved. Lehre der Ärzte! Ich mal gucken, was es macht. Ich bin gespannt. Bestimmt irgendwas Statusresistenzmäßiges. Oh, nicht ganz. Ein Autoheiltrank. Ja. Heiltrank oder Megatrank? Weil normaler Trank bringt mir, glaube ich, nicht wirklich viel. Ach, guck mal, bloß eine Vierer-Mission tatsächlich. Noch mehr Mondhafen. Also das ist von der Idee her ganz nett, aber ich glaube, da ich ja generell meine Phönixfeder auch nutze und sowas, den Trank, dann ist das ziemlich hinfällig und überflüssig. Nee. Aber, danke, aber nein, danke in dem Sinne. Ich glaube, das brauche ich überhaupt nicht. Dann lieber Status Boost und sowas. Das dürfte mir mehr bringen insgesamt. Warum stirbst du nicht, hä? Oh, ah, das war knapp. Ich dachte, er war tot beim Angriff, aber er war am Leben. Das
fast vergeigt, habe ich treffen lassen, deswegen. Boah, habe ich krasse Reflexe. Muss ich mal so sagen. Weil ich da noch ausgewichen bin. Heldenhaft. Bin wie Spider-Man. Nur in einer düsteren, coolen Batman-Version. Also quasi Dark Spider-Man mit Venom-Zusatz.